Gerade im Immobiliensektor gilt Deutschland als ein Magnet für schmutziges Geld, weil man hier wie auf einem Flughafen schnell ein- und auschecken kann und das Geld waschen, indem man es zum Beispiel in Immobilien investiert, die man dann wiederum verkauft, Anteile an den Immobilien erwirbt, und es herrscht sehr wenig Transparenz in Deutschland über die wahren Eigentümer hinter diesen Immobilientransaktionen. Deutschland ist eines der wenigen Länder, wo es weiterhin möglich ist, Immobilien, ganze Immobilien, Cash zu bezahlen. Und ich bin nun wirklich kein Anhänger der Abschaffung des Bargeldes, aber dass man ganze Häuser erwerben kann, das ist eine Einladung an Gangster.